Schatz, wir müssen los, sonst verpassen wir den Unterschalltermin. Ja, ich war gerade dabei, den Babykram hier wegzuräumen. Solange Schuhe nicht in meiner Größe sind, interessieren sie mich nicht. Ja, klar. Dann lass doch einfach alles liegen, ich räum's nachher weg. Du willst wirklich mit? Ich kann da auch allein hinfahren. Hör mal, ich werde doch keine Verabredung mit unserem Baby verpassen. Außerdem muss ich sicher gehen, dass es dem Kleinen da drin auch gut geht. Glaub mir, er oder sie lässt es sich richtig gut gehen. Ich kann richtig spüren, wie es wächst. Weißt du was? Die Schwangerschaft steht dir gut. Ausgesprochen gut. Sieht man das schon? Nein, du siehst einfach nur glücklich aus. Das bin ich auch. Vicky, du wirst die Entführung bald vergessen haben. Ja, hoffentlich. Du wirst für gar nichts anderes Zeit haben. Wenn du nicht gerade am Stillen oder Windeln wechseln bist, dann wirst du abends todmüde ins Bett fallen. Danke, Hagen. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Mhm. Du, damit eins klar ist, die Nachtschichten übernimmst du. Ich? Mhm. Du wirst deinen Schönheitsschlaf bekommen, versprochen. Das da ist der Kopf? Mhm. Das behauptet zumindest der Arzt. Aber ich kann das irgendwie auch nicht richtig erkennen. Ihr müsst nur mal richtig hingucken. Da ist der Kopf. Hagen behauptet ja sogar, er könnte schon Füße und Hände sehen. Was? So früh kann man Füße und Hände erkennen? Wenn du Hagen heißt schon. Mach dich nur lustig. Ich meine, ich hätte euch anrufen können, aber ich wollte es euch lieber persönlich sagen. Danke, das ist nett von dir. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Ruhe und die Nerven bewahren. Ich glaube nicht, dass die Beamten heute noch vorbeikommen. Heute oder morgen, das ist doch völlig egal. Was soll ich denen denn sagen? Vicky, du sagst gar nichts. Niemand kann dich zwingen, dich selber zu belasten. Ich bin vorbestraft. Werten die das nicht als Eingeständnis, wenn ich schweige? Naja, du musst ja nicht die ganze Zeit schweigen. Hauptsache, du sagst, dass der Entführungsplan logischerweise nicht von dir ist. Ich soll lügen. Und was ist, wenn sie Beate Kraus schnappen und befragen? Dann steht Aussage gegen Aussage. Schatz, du musst jetzt zur Ruhe kommen. Hagen hat recht. Denk an euer Baby. Ich versuche ja, an das Baby zu denken. Aber immer wieder kommen die Erinnerungen an die Entführung durch. Annabelle wird nie aufhören. Darum musst du dich nicht kümmern. Richtig. Überlass das einfach uns. Liebling, Annabelle versucht nur einmal mehr, sich mit einem miesen Trick aus der Affäre zu ziehen. Aber das wird sie diesmal nicht schaffen, okay? Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Es ist spät. Haben Sie kein Privatleben? Nicht so ein komfortables. Ist Ihre Frau da? Herr Kommissar, meine Frau ist schwanger und ich... Ich weiß. Ich will Sie auch nicht verhaften, sondern befragen. Hagen, lass doch. Er macht doch nur seine Arbeit. Guten Abend. Guten Abend, Frau von Weiden. Kommen Sie rein. Sie... Wissen, warum ich hier bin? Meine Stiefmutter beschuldigt mich, meine Entführung selbst inszeniert zu haben. Und? Ist das zutreffend? Natürlich nicht. Sie versucht doch nur von ihrer eigenen Schuld abzulenken. Passen Sie auf. Beschränken wir uns doch auf die Tatsachen und lassen die Spekulation beiseite. Da sind wir ja schnell fertig und haben Zeit für unser Privatleben. Okay? Sie bestreiten also, mit Beate Kraus während ihrer Haftzeit einen Entführungsplan entwickelt zu haben? Die Frage hat meine Frau schon beantwortet. Weiter, bitte. Was glauben Sie, wie Ihre Stiefmutter zu einer solchen Behauptung kommt? Ach, Herr Kommissar, die Frage kann meine Frau unmöglich beantworten. Und mit Spekulationen wollen wir uns doch gar nicht aufhalten. Sie haben recht. Es hat doch auch Vorteile, mit einem Anwalt verheiratet zu sein. Wie haben Sie die Entführung erlebt? Gab es zum Beispiel Hinweise auf Mittäter im Hintergrund? Es gab diese Telefonate. Aber das wissen Sie doch alles aus den Akten. Ich würde es gerne noch mal von Ihnen hören. Beate Kraus hat mehrfach mit Annabelle telefoniert. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ja, schon klar. Ich bin auch schon fertig. Es scheint mir in der Tat eher unwahrscheinlich, dass Sie sich in Ihrem Zustand haben freiwillig entführen lassen. Gut, dann will ich nicht länger stören. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich trage diese Frau einfach nicht mehr. Mir geht es genauso. Annabels Anwesenheit verursacht mir schon körperliches Unwohlsein. Ich weiß. Aber wir müssen noch eine Weile mit ihr unter einem Dach leben.
Wenn sie die Scheidung wirklich 3 Jahre hinauszögert, dann kriegen wir sie nicht aus dem Haus. Also diese Vorstellung ist kaum zu ertragen. Das Wichtigste ist, Victoria zu schützen und alle Aufregung von ihr fernzuhalten. Richard, vor allen Dingen müssen wir Annabelle vom Hals halten. Was willst du? Ein bisschen mit dir plaudern. Verschwinde, wir beide haben nichts zu bereden. Vicky war letzte Nacht so unruhig. Ich glaube, dieses Verhör hat sie wirklich ziemlich mitgenommen. Ja, ist das ein Wunder? Sie versucht, die Entführung zu vergessen und wird ständig daran erinnert. Ich bin sicher, Annabelle wird bald überführt. Und dann haben wir ein für alle Mal Ruhe vor ihr. Du willst mir um jeden Preis diese Entführung anhängen, aber daraus wird nichts. Geh, oder ich rufe die Polizei. Das ist eine gute Idee. Da kannst du ihnen gleich mal erklären, wie du mit Beate Kraus den Plan ausgetüftelt hast, dich entführen zu lassen. Du bist ja verrückt. Dann landest du im Gefängnis, da, wo du hingehörst. Wie konnte ich nur so verrückt sein, auch nur eine Sekunde glauben, du hast dich im Gefängnis geändert. Verschwinde sofort! Steh auf. Ich kann nicht. Jetzt stell dich nicht so an. Ruf einen Arzt, schnell, mein Bauch. Wenn das Baby stirbt, stirbt Annabelle auch. Ich liebe dich. Mehr als ich jemals einen Menschen geliebt habe.